Vielen Dank, Raffaela, dass wir hier sein dürfen. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, herzlich willkommen. Ich bin Raffaela Vogel, ich bin Künstlerin und lebe in Berlin seit 4 Jahren und ja, freue mich, euch hier in meinem Atelier zu haben. Was ist das Studio so für dich? Ja, also wie du sagst, es ist schon auch ein bisschen wie so ein Archiv von Gegenständen, Materialien, die ich benutzt habe, aber auch die ich noch nicht benutzt habe, die ich vielleicht einsetzen werde. Ein paar Reste von Skulpturen, ein paar Sachen, von denen ich mich nicht trennen kann. Aber das ist natürlich auch einfach nur so ein Experimentierort, wo ich irgendwie Sachen entwickle. Also im Bergheim zeige ich die Arbeit Rollo, benannt nach meinem Hund. Und die besteht aus 12 Architekturmodellen. Die sind einem alten Vergnügungspark entnommen und bestehen aus den hauptsächlich europäischen Wahrzeichen. Es gibt auch noch die Freiheitsstatue. Und die laufen alle miteinander verbunden ein auf von mir gebautes, aus Stahlrohren bestehendes Atomium, dem Brüsseler Atomium, zusammen, diese ganzen Modelle. Und diese Arbeit ist eine Hommage an eine Videoarbeit von Helke Sander. In diesem Video von 81 zeigt Helke Sander eine Frau, die, um gegen Wohnungsnot zu protestieren, mit ihren 2 Kindern auf einen Kran klettert und oben angekommen Flugblätter runterschmeißt, auf denen steht, wenn sie bis zum Abend keine bezahlbare Wohnung gefunden hat, stürze sie sich dann auch vom Kran. Das ist eine ganz beeindruckende Videoarbeit und ich übersetze diesen Film in eine 360 Grad mit einer anderen Technik, 360 Grad Videotechnik, und filme diese Kamerafahrt in einem Kran nach, durch diesen Effekt der 360 Grad Kamera, wo jeder Punkt im Raum, also im Bildraum 360 Grad auf ein Bild zusammenläuft, auf ein 16:9 formatiges Bild, entsteht ein starker Verzerrungseffekt und der ganze Kran wird sehr weich und ornamental. Und dazu habe ich eine Umdichtung von einem Song, den Nina Simone ursprünglich umgedichtet hat, also auch selbst adaptiert hat aus dem Musical Hair, Ain't Got No, I Got Life. Und ich habe das benutzt und eine eigene Version davon geschrieben. Eine andere Geschichte, die ist verbunden mit dem Gestell. Da habe ich 2 von diesen traversen Kreisen und 5 Dreiecke. Und es ist eine Installation, auf der ich aufschreiben will, was ich gelernt habe in meinem Leben, in der Schule. So ein bisschen den Schulkanon. Es geht viel um Erinnern, aber auch um, was man so, mit welchen Referenzen man so arbeitet, worauf man sich immer wieder bezieht. Und auch, dass es mal so aufgeschrieben ist und materialisiert ist und nicht immer nur so gegoogelt wird, wenn man sich an irgendwie historische Ereignisse erinnern will, sondern sich das auch nochmal verinnerlicht. So dem Wissen so einen Ort zu geben, fand ich interessant. Meinem Wissen. Ja, genau. Es sind so ausgewählt im Moment, dass die verschiedene immer die gleiche, also es stimmt jetzt noch nicht, aber immer fast immer die gleichen Grundfarben gibt. Und aber dann unterschiedliche Ecken, also ein bisschen wie so ein Stundenplan oder so eine sehr einfache Struktur, fast so wie für Kinder. Und darauf kommen dann die
diese Textbilder. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht. Also schon sehr so assoziativ im Grunde genommen auch alles kopiert. Ja, schon. Also es hat so eine gewisse chronologische Ordnung in dem Fall, die dann aber sich wieder auflöst. Ist das Deutsch? Ja. Ja, das ist... Das ist jetzt das Fell, das die neuere deutsche Literatur von 1450 bis 1500, bis 1800 sollte es insgesamt werden, aber jetzt habe ich nur einen Ausschnitt davon. Hm? Ich finde es eigentlich interessant, in welchem Spektrum du dich hier gerade bewegst. Also so fast so anti-analog, irgendwie dann nach dem eigenen Wissen zu kramen und irgendwie... Dem so einen Ort zu geben und so ein eigenes Speichermedium zu entwickeln, ja, im Grunde genommen auch. Und dann gleichzeitig haben wir hier so eine Hightech-Apparatur stehen. Ja, das stimmt. Das fand ich jetzt... Es war jetzt auch ein bisschen Zufall, dass diese zwei Arbeiten so parallel hier stehen. Aber das finde ich auch, wenn man von oben runter schaut, dann hat man den einen Raum hier und den anderen Raum da. Und das sind beide so runde Strukturen. Das ist irgendwie so eine ganz gute Brücke. Ja. Was ist das genau? Das ist ein 3D-Scanner. Also der hat 70 Spiegelreflexkameras, die durch ihren... paralleles Auslösen eine sehr high definierte Fotografie von einem dreidimensionalen Objekt herstellen kann. Also es kommt dann erstmal in den digitalen Raum, kann natürlich dann auch in einen 3D-Drucker gehen oder zum Bronzegießer weitergeleitet werden. Es ist halt ein Modell, um das, was jetzt sozusagen hier im realen Raum passiert, ins Digitale zu übertragen, weil ich ein bisschen, sag ich mal, gelangweilt war von so Oberflächen, die man digital findet, die dann doch immer sehr einen gewissen eigenen Style haben und so ein bisschen immer diesem nervt. Rollo, du willst immer im Mittelpunkt stehen. Meine Arbeiten sind immer architekturbezogen oder raumbezogen. Und mich hat es ein bisschen genervt, dass man immer so stark die Arbeit abhängig macht und fand es dann schon von Anfang an gut, sozusagen den Raum selber innerhalb des Raumes neu zu zeichnen, zu definieren oder sich eigene Strukturen zu finden. Angenommen jetzt diese Installation mit ihren allen Elementen würde in einer riesigen Halle stehen, wäre sie was anderes, als würde sie in einer relativ beengten Fläche stehen. Aber sie hat immer noch die gleichen Parameter und sie hat jeweils immer einen anderen Raumbezug, aber die Arbeiten in sich haben einen ähnlichen Bezug zur Struktur. Und das ist so, was mich daran interessiert, sozusagen die eigenen Strukturen mitzubringen in die Installation. Und dann sind es dann verschiedene, ich sage dann immer Linien, also es gibt dann eben diese Gestelle, dann gibt es so Leder oder Felle und dann gibt es Plastik und dann gibt es Metallrohre wie im Berghain, also diese verbindende Rohre. Und Readymades, also es gibt eben so verschiedene Elemente, die dann immer wiederum neu Zusammenstellungen finden, um dann eben für den gesamten Raum oder für die gesamte Dramaturgie der Ausstellung halt so ein aufeinanderfolgendes Ensemble von verschiedenen Bildern, Sounds, Skulpturen und Videos also zu generieren. Es hat sich erstmal nicht so viel verändert, weil ich bin ja jeden Tag eigentlich recht einsam und alleine im Studio und da habe ich jetzt erstmal nicht so viel im Alltag festgestellt, außer natürlich, dass man das vermisst, abends nicht ausgehen zu können oder essen gehen zu können. Also das vermisste ich schon sehr. Aber sonst war es eigentlich mal, ehrlich gesagt, eine ganz gute Auszeit für mich von dem eher etwas überladenen letzten 2 Jahren, wo ich wirklich sehr viel unterwegs war und ich mir sowieso vorgenommen habe, mal eine Pause zu machen und weniger auszustellen. Rollo, das ist natürlich ungünstig. Er denkt, er wäre ein Mensch. Glaubst du wirklich, er wäre ein Mensch? Er findet es total doof, dass er so klein ist. Wenn ich im Bus fahre, dann sitzt er sich auch mal so neben mich auf einem Platz. Wirklich?